Schule vor, wo ich selber schon letztes Jahr damit angefangen habe. In der Reimform. Das erste Mal, als ich Odyssee und Ilias von der Harvard-Professorin gelesen gehört habe, auf Audible, hat es mich so wieder beeindruckt. Mein Vater hat mir vorgeschlagen, ich soll mal einen YouTube-Kanal machen, wo nur darum geht, dass ich Texte von Antiken, von Griechenland, von Rom, von Indien, von China vorlesen. Und da wird jemand sitzen, der darauf reagiert, auf die Texte. Und zum Beispiel lässt wieder Isaac fast vom, von seinem Vater, oder, ja, ihr wisst, kennt die Geschichte. und die echte Geschichte, oder die Originaltexte, da, wie man darauf reagiert, wenn man so Sachen hört. So ist es mir manchmal gegangen, wenn ich Fabeln zum Beispiel gelesen habe vom antiken China oder die Fabeln, wo die Disziplin von Buddha vorgelesen haben, geschrieben haben. Und, aber nach bis nach habe ich dann gemerkt, dass irgendwie funktioniert das. Und je mehr ich in diesem Genre Fuß gefasst habe und überlegt habe, wer das Publikum war in den respektiven Zeitperioden, und die Gesellschaft besser recherchiert und verstanden hat, dann ja, ist das irgendwie doch noch eine gute Idee, hat es mich gedacht, selber vielleicht mal auf Fabeln zu schreiben. Meine erste ist Wang Chong und der Elefant. Da muss ich vielleicht noch sagen, wer Wang Chong ist, was ich hier aufgeschrieben habe. Wang Chong hat vor fast 2000 Jahren gelebt. Er wollte mit seinen Schriften das Volk aufklären, damit auch die Minister und zuoberst der Kaiser aufgeklärter werden würden und von den Aberglauben seiner Zeit befreit würden. In der Wildnis freilebende Elefanten gibt es zwar in China heute nicht mehr, aber es bleibt ein wichtiges Symbol und eine Schachfigur. Eines Morgens in aller Früh, genüsslich aß man Frühstückspulver. Traf ein der Philosoph Wang Chong, schlägt der Trommler laut den Gong, so bereiten vor auf sanfte Art die Diener ihm die Wagenfahrt. Auf der Reis, nach ein paar Stunden, die Angst vor Wildtieren überwunden, doch gerade als sich paar Elefanten an einem Wasserloch auffallen, traut sich der Wang entdecken zu gehen. Doch vor der Lichtung da die Elefanten ihn nun sehen. Drauf trompeteten sie los, seine Furcht vor ihnen groß, steht wie versteinert auf der Stelle, bevor ein Kleiner auf die Schnelle ihn fast noch angerempelt hätte. Pass doch auf, wohin du läufst, ehe du diesen Mann verscheuchst, sagt ein Großer zum kleinen Tier, das glücklich auf Wangenlos marschiert. Vielleicht kann er uns berichten, uns allen erzählen, seine Geschichten? Oh ja, Geschichten will ich hören, von den Rüben und den Möhren. Wang verdutzt seinen Kopf am Rasen, beschwört darin vergeblich Hasen, bis plötzlich er beschließt, keine Geschichten könnt ihr haben. Ich möchte euch nur die Wahrheit sagen, da ihr auch noch lernen müsst, wie man nur die Wahrheit spricht. Die Elefantenmama und ihr Kind, das zu zweifeln bald beginnt. Wundern macht es einen Unterschied, wenn man das Kind so rum erzieht, ohne. Ohne. Entschuldigung. Ohne Märchen. Das ist also ein Märchen zu erzählen und dabei nichts als Wahrheit lehren. Darauf der Wang in belehrendem Ton, wie ein Vater zu seinem Sohn. Jeder, der sich vor Wahrheit achtet und sie ganz genau betrachtet, wird sie suchen in Geschichten, sodass diese, die sie dichten, wenn sie wichtig falsch gewichten, Wahrheit drehen zu Lügsgeschichten. Hat's nicht bereits erfahren, keck, was im Kern der Wahrheit steckt, so ist es schwierig für das Kind zu spüren, wer die Wahrheit spricht.
Deshalb solltest du zuerst, wenn du dich um Fakten scherst, ehe du beginnst, sie zu verzieren, Girlanden drauf zu hängen, sie zu schmücken mit Kugeln und Engeln, die Falschen entmystifizieren. Sonst werden uns die Kinder ja immer blinder wie blinder, bis es ist, wie mit den Blinden die Elefanten mit den Händen betastet und um rauszufinden, wie bloß ein Elefant aussieht. Sang nicht jeder ein anderes Lied? Der eine würde vielleicht sagen, Elefanten hätten dünne Kragen, sich der Körper wie eine Schlange biegt, weil vor ihm gerade der Rüssel liegt. Der andere könnte meinen, sie seien des Baumes gleichen. Stämmig in die Höhe ragend, würde das Bein betastend sagen. So vergisst's, Kind, stets den Wahrheitsgrad von dem, was man so hören mag. Dinge, die in Kindesohren landen, von einer Generation zur anderen. Das Wort erhebt eines der Söhne, den Rüssel streckend in die Höhe, wie ein ermahnender Zeigefinger. Elefanten erzählen doch nur von Dingen, an die sie sich ganz fest erinnern und die sie schon gesehen haben. Denn ihr Gedächtnis ist erhaben. Elefanten, die darauf bestanden, nickten alle einverstanden. Suchend nach Elefantenfutter, so meint die Elefantenmutter, wurde als Ausflug ausgewählt, zu marschieren bis zum Rübenfeld. Die zurückgebrachten Geschichten prägten ein Leben lang Ansichten über Rüben und deren Fraß und der damit verbundene Spaß. Haben die Kinder einmal Kälber, erleben es die Abenteurer selber, wie lange sie noch können dann den Kleinwuchs fesseln. Stundenlang immer wieder davon berichtend in wahrheitstreuen Geschichten. Bambu musste erstmals innehalten vor der Weisheit dieser Giganten. Was für ein Durchblick, dachte er. Ehrlich sein scheint ja nicht so schwer. Wenn wir Menschen es nur verstünden, unsere Blindheit zu überwinden. Elefanten. Wie mir scheint, beeindruckt euch nur, was ihr seht. Wobei ihr ehrlicher gesteht, dass bei allem, was wir hören, die Erfahrungen nicht uns gehören. Doch den Menschen nur berauscht, was er bei den anderen lauscht. Wenn man es sich selber anguckt, ist man kaum beeindruckt. Weil oft zwischen Fakt und Lied klafft ein großer Unterschied. Die mutigste aller wendet sich dem Rudel froh und feierlich. Doch ich erklär's euch, Leut, was die Menschheit dabei reut. Ihre Blindheit ist ja bloß der folgende Gedankenstoß. Gibt's einen wahren Kern, ein wahres Ei in unseren Nüten? Versuchen Sie es auszubrüten. Obwohl sie keine Hühner sind. Das weiß doch jedes kluge Kind. Sie sitzen darauf rum, so lange, bis aus dem Ei schlüpft eine Schlange. Heureka, ruft Wang laut. Der Glaube macht uns blind. Wenn die Menschheit nur verstünd, wie ein Hühnerei aussieht. Sing nicht jeder ein anderes Lied. Und die Wahrheit würde nicht enden in diesen elenden Legenden. In einem der Punkte jedoch widersprachen die Elefanten noch. Blieben die Antworten immer gleich. Egal wie wir die Welt befragen, könnten wir sie uns ersparen. Lausche einmal ganz gespannt den Geschichten zu des Elefants. Auch heute noch im Elefantenried singt jeder sein eigenes, wahres Lied. Die zweite Fabel
heißt der Mönch und das Chamäleon. Während dem Mittelalter war Sri Lanka ein buddhistisches Königreich. In China hingegen war der sogenannte Buddhismus vom großen Gefährt weit verbreitet. Man nannte die Version in Sri Lanka abschätzig vom kleinen Gefährt. Der Buddhismus vom kleinen Gefährt. Obwohl sie direkter aus den ursprünglichen Texten kommt. Nach Sri Lanka, dieser Insel, vor mehr als 1000 Jahren ist ein Mönch hergefahren. Geh, sein Mentor ihn mal bat, in das Land vom kleinen Rat. Also ging er mit dem Wind dorthin, wo ihn die Lehre bringt. Im Sonnenglanz des Hafens schon stieß er aufs Chamäleon. Viel gehört habe ich von dir, farbänderndes Drachentier. So nennt man dich in meinem Land. Passt gerade mal in meine Hand. Dennoch beeindruckt mich so sehr deine Farbe, grün wie's Meer. Darauf wechselt's Chamäleon von grün auf gelb und dann auf rot. Erstaunt schaut der Mönch hinzu, wie verfeinert es im Nu den grünen Farbton ändern kommt, bis über ihn die Neugier kommt. Die Gabe. Bekamst du sie? Meine Vorfahren merkten, wie mit einem Schimmer rot die Haut besser aussah für die Braut. Dass der Ausdruck dieser Töne ein Chamäleon verschönere, verschaffte diesen Vorteil mir, des Lächelns gleich im Affentier. Ich zieh Betrachter in den Bann, denn immer schaut mich jemand. Der Mönch nickte mit Verständnis, bewusst, dass Schönheit ein Verhängnis auch oft dem Mensch gewesen ist. Helena Troja vielleicht. Es entstand daraus schon manch ein Zwist. Die grellen Farben, die du hast, sind sie dir nicht auch eine Last? Ich mach mich manchmal unsichtbar, wo ich mir die Flucht erspar. Gut versteckt in meiner Tarnung, anhand genialer Farbenwandlung. Das Farbenkleid ist meine Maske, mit der ich mich der Welt anpasse. Indem ich meine Schuppen steuere, gestalte ich mir mein ganzes Äußere. Hältst dich jedoch an die Farben, die auch alle anderen haben, Chamäleon. Leben musst du damit nicht, dich anzupassen, einer Pflicht. Der Mönch folgte seinem Innern. Kann er nicht von außen schimmern? Im Leben, dann scheint er sich abzugrenzen äußerlich, weil seine Werte anders sind. Scheint er den anderen wohlgesinnt. Mein Farbsignal gibt keinem an, was die Echse denkt und wann. Vielleicht verstehst du besser dann, wenn ich's bei dir zeigen kann. Ausdruck des Menschen ist er froh, taucht auf das Lächeln einfach so. Nein. Einfach so natürlich nicht. Es sind die Sehnen im Gesicht und Muskeln, die am Schädel haftend weit Mundwinkel zucken lassen. Schon manch habe ich beobachtet, dass ein Händler, wenn er lachet, sein Inneres geschickt verbirgt, es dennoch auf die Menschen wirkt. Äußere manipuliert, damit man Freud interpretiert. Passt immer den Betrachter an. Du weißt, dass auch ein Mensch das kann. Ein anderer, von dem ich hörte, dass sein Lächeln ihn betörte, hat am Teichrand dagestanden. Gerade als seine Augen das Wasser fanden, ist der Hals über Kopf verzwickt, als das Spiegelbild erblickt, wallend in seinem Selbstgenuss. Weimsbild der Überdruss. Von ihm habe ich auch gehört. Narziss, so hieß er, war gestört. Ist gestört die Rechtbilanz? Vielleicht verstand er nur nicht ganz, dass wer an seine Selbst nur denkt und sein Lächeln dazu lenkt, sich anzuschauen, stundenlang,
der passt nicht dem Betrachter an. Dessen Schönheit besteht nur dann, wenn er sie selbst betrachten kann. Doch meine Schönheit steht und fällt so, wie es dem Weibchen gerade gefällt. Oh, ich fang an, dich zu verstehen. Doch Schönheit kann ich gut entbehren. Weil nämlich, wie der Buddha lehrt, sie unsere Wahrnehmung verzerrt. Auch leider schaut mich manch ein Mann als rein und als erleuchtet an. Bin trotz Glatze und Gewand dennoch mangelhaft und ignorant. Von dir habe ich heute gelernt, die Bedeutung meiner Tracht steht nicht nur in meiner Macht. Und wie ich weine oder lach, hängt auch von dem Betrachter ab. Lieber nehme ich mir die Maske ab. Erst dann kann ich mich selber sein. Sonst legt mein Schein die anderen rein. Die dritte, ich hoffe, es wird nicht zu lang, ist die längste. Sang Hongyang war vorüber, also sie heißt Sang Hongyang und das Nashorn. Sang Hongyang war vor über 2000 Jahren ein Innenminister, den ich hier in einen General umwandle. Er war eigentlich neben dem Kaiser die wichtigste Person im Staat. Und das Sumatra-Nashorn, das gab es in China, obwohl es einmal eine starke Symbolkraft hatte und in der Antike noch ein Schriftzeichen, verlor es vollkommen an kultureller Bedeutung, weil es schon in der Antike vom Menschen ausgetrieben wurde. In einer Nacht am Taleshang, das Zelt des Generals Sang Hongyang, was sein Gefolge im Dickicht hat aufgebaut im Mondeslicht. Er blickt mit seinem Auge weit ein wildes Nashorn vor langer Zeit. Auch schaut hinaus der General, begreift mit Miene voller Qual, das Nashorn hat das Zelt erreicht. Es knistert fein der Bodenreif. Dein Nasenhorn ist mächtig dick. Da lauscht sie ihm zu im Seitenblick. Auch deine Schulter ist so breit. Komm nicht näher, ich möchte keinen Streit. Ich trete durch dies Tal und suche ein kleines Plätzchen kühler Ruhe. Die Neugier hatte mich gepackt, es schimmerte des Siegels Lack, bist wohl beim Kaiser angestellt. Wozu hat er dich herbestellt? Ein wenig abseits dieser Tale fertgen wir aus Eisen, Stahle. Geschmiedet werden alle Male, Beile, Hacken, Messerware, Werkzeuge in verschiedenen Größen. Die Untertanen an den Öfen heizen dort in großem Stil mit Holz aus diesem Waldrevier. Das Nashorn schaut sich um und wundert, wird die gesamte Fläche kahl? Wohin die Tiere aus dem Tal? Hirsche, Bären sterben aus, auch die kleinsten, sogar die Maus. Beim Abholzen all dieser Bäume zerstörst du hier die Lebensräume. Natürlich verstehe ich es jetzt, warum du keinen Streit anhetzt, damit ich dich nicht rammen soll. Erklär mir bitte, warum den wohl ausgerechnet in diesem Wald macht der Kaiser keinen Halt. Prompt, erwidert Sang Hongyang, es zwingt uns doch der Tatendrang. Im Norden greift ein Volk uns an. Und um den Staat zu stärken, uns gelang durch Industrie und Landwirtschaft. So wird der Krieg jetzt abgeschafft. Dafür brauchen wir drum sehr, mitsamt einem großen Heer Holzkohle und Ländereien, die wir uns nicht können teilen. Wer dem Wandel widersteht, wer zerschmettert und zergeht, wer sich fügt der Notwendigkeit, der dem Gegner trotzig bleibt. Mit einem großen Seufzer
meint das Nashorn eben mit der Zeit bei Böden, die wie Mönches Glatzen aussehen, wird doch nichts mehr wachsen. Haben die noch Fruchtbarkeit nach der langen Regenzeit, in Bächen Wasser übers Land wirst strömen hinab den steilen Hang. Über Felder wird es fließen, um dort Dörfer zu begießen, bis Stück für Stück wird abgetragen, was in den Böden ward gelagert, so dass auf dem Boden hier wächst weder Wurz noch Stiel. Dass die unstoppbare Erosion wird ja wohl nur euch verschonen. Nein, nein, lachte der General ab, das Wasser, damit's nicht überschwappt, halten wir in Dämmen fest, damit der Strudel, wenn der Strudel zu doll wächst, scheitern Großprojekte nie, geschaffen anhand der Industrie. Eure Projekte werden scheitern, meint das Nashorn des Weitern. Viele Opfer wird es geben durch solch selbstsichere Reden. Essen wird dem Volke fehlen, da hilft und nützt auch kein Befehlen. Sind nicht die Pläne zu riskant, als die Natur des Feuers verkannt, das neben den weichen Menschenbetten in Häusern lodert und Werkstätten, Holz und Lebensraum auffressend, es zieht den Tieren eng die Fesseln. Pah! Die Tiere sind doch schon in Fesseln. Hast du etwa schon vergessen, wie sie bei uns in Gedrängen an Märkten an den Seilen hängen? Oder im Vergnügungspark werden Tag und Nacht gejagt? Wenn aber stimmt, was du erzählst, dann will ich hören, was du redest. Denk allerdings nicht länger dran, wie ich den Tieren helfen kann. Bald sind auch Nashörner an der Reihe, erschossen zu werden mit dem Pfeile. Angeschwärmt waren inzwischen um das Nashorn rum die Fische zwischen ihn und Sam geraten, Holzfäller, Diener und Soldaten. Das Nashorn, das kam gleich zur Sache, in seinem Innern tobte Rache. Für diese Schandtat musst du büßen und von mir dein Herrlass grüßen, indem ich hier mit aller Wucht deine Männer stoße in die Schlucht. Knurr der Schnack, linke Papzack. Pong, ping, pong, pong. Beim dritten Angriff macht es kehrt, sich des Besseren belehrt. Nashörner sind stolz und träge, wie es mit uns Menschen wäre, wenn wir uns besinnen sollen, was noch auf uns zukommt. Nach meinem Rat sollen wir in Eilen, so gerecht es geht, den Wald aufteilen, sagt das Nashorn voll entschlossen. Damit kein Nashorn mehr erschossen wird von übler Menschenhand oder vielleicht nur am Waldesrand. Mögen wir den Wald verschonen. Für uns wird sich sicher lohnen, gibt der General Sang Bescheid. Das Nashorn macht sein Auge weit. Schwörst du auf deinen Kaiser? Ja, ich schwöre, sagt er darauf, ich nehme dein Argument in Kauf. Nicht allzu lange geht es, bis der Mensch sich durch die Walde frisst. Wer der Wildnis sich nicht fügt, was ihm gehört, ihm nicht genügt, der findet durch die eigene Tor nie wieder, was er just verlor. Doch wie grausam ist die Lehre, dass unsere Hemmung zur Umkehre manch ein Großsäugetier erlosch. Auch Nashörner jagte man zu Tode. Und Hörnerstaub kam erst in Mode, als der Kaiser von weit her mit illegalen Gütern schwer die Frachtschiffsladung, wie es hieß, aus Tansania kommen ließ.
hätte man sich doch entschieden, sich dem General anzuschließen. Chinas Nashörner sind weg. Was ist zu tun im Hier und Jetzt?